Wirft man einen Blick auf die Biografien vieler Coaches, so kommt oft heraus, dass Coaches coachen, weil sie in ihrem Job davor wenig bis nichts hinbekommen haben und nun glauben, aus ihrem Scheitern heraus anderen erklären zu können, wie sie Erfolg haben. Es gibt Health Coaches, Life Coaches und sogar Art Coaches, die dir sagen, welche Bilder du in deinem Wohnzimmer aufhängen sollst, damit die Energie richtig durch die eiche Schrankwand fließt. Das Problem, wenn du voll auf Coach bist, fällt der Ausstieg schwer. Inzwischen nehmen sich sogar Coaches einen Coach, der sie coacht, wie man am besten coacht. Neulich las ich, dass Niedersachsen jetzt über 100 ehrenamtliche Wolfsberater hat. Für gerade mal 50 Wölfe. Kein Witz. Wahrscheinlich werden die Tiere ebenfalls von den vielen Beratern gecoacht und in intensiven Wochenend-Workshops Schritt für Schritt zu Vegetariern ausgebildet. Und zum Schluss gibt's eine Rudelaufstellung mit Tofu-Würstchen.